Herzlich willkommen bei BFC TV. Schon wieder eine Ehrung, werden jetzt die einen oder anderen sagen. Ich sage Dankeschön an den Sonderzug Pankow, dass ihr überhaupt für BFC TV diese Ehrung ermöglicht. Und wir haben zu Gast Marvin Kleiss. Er wird ausgezeichnet für 50 Einsätze im Trikot unseres BFC Dynamo. Insgesamt sind es mittlerweile 80. Und da wir das Ganze am Saisonende machen oder zum Saisonende, kann ja vielleicht auch noch am Wochenende eins dazukommen. Marv. Grüß euch, hallo. 50 Spiele, was bedeutet dir diese Auszeichnung? Ja, sind ja 80, ne? Im Endeffekt hätten, glaube ich, noch mehr sein können. Lange Verletzung, letztes Jahr habt Corona-Pause dazwischen, wo ja auch nur eine halbe Saison deswegen, gespielt wurde, also oder weniger? Ja, das ist ja meine vierte Saison jetzt, glaube ich, schon. Also hätten eigentlich schon über 100 sein müssen. Aber ja, so ist es manchmal. Ja, Wochenende kann keins dazukommen. Ist leider fünfte Gelbe. Oder habe ich mir abgeholt letzte Woche, deswegen bin ich im letzten Spiel gesperrt. Wofür gab es denn die fünfte? Ja, ein Foul in der Mitte. Ganz klassisch. Ja, Ringo, 50 Pflichtspiele. Deine Chance, jetzt den Pokal zu übergeben. Und danach noch eine Frage an Marv. Achso, bitte. Marv, vielen Dank im Namen des Sonderzug Pankow. Und viel Erfolg weiterhin. Alles klar, Dankeschön. Und denk mal, die 100, die werden noch voll werden, oder? Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten. Marvin, du hast wieder mal einen Pokal in der Hand. Du hattest den Berliner Landespokal in der Hand, den Meisterpokal in der Regionalliga Nordost und die deutsche Meisterschaft der U19 mit dem VfL Wolfsburg. Welchen Stellenwert hat der Pokal dabei? Ja, ich glaube, 50 Pflichtspiele für einen Verein oder besser gesagt 80 schaffen heutzutage nicht mehr so viele, weil es sind auch immer viele Wechsel. Eine Saison, zwei Saisons da. Da kommt man, glaube ich, nicht auf die Spiele, aber Stellenwert, ja, ist was Besonderes. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt und mich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Und daher freut es mich jetzt, die Spiele erreicht zu haben. Ja, vielleicht kommen noch welche dazu, wir wissen es nicht. Aber an der Stelle vielen Dank für deinen Einsatz im Trikot unseres BFC Dynamo und ja, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Dankeschön.